Julius Malis, ihr wurdet hierher geschickt, um Nachforschungen über einen Geist anzustellen. Was habt ihr herausgefunden? Ich bin ein beschäftigter Mann. Ich habe keine Zeit für... Oh, mein Sith Lord. Ich... vergebt mir. Ich habe euch in eurem neuen Gewand nicht erkannt. So, neues Gewand? Das war eine angenehme Überraschung. Ich hatte besorgniserregende Gerüchte vernommen. Hast du dich in irgendeiner Form verändert äußerlich? Ich glaube nicht, ne? Oder ist der Gürtel neu? Ich glaube, der Rede von Sash immer noch. Ja, natürlich, mein Sith Lord. Ihr seid sehr gnädig. Nun, Alter, ihr fragtet nach dem Geist, richtig? Wollen wir mal sehen. Ich versichere euch, dass ich hart an der Untersuchung gearbeitet habe. Die Jedi. Zieh dir doch noch einen Hashbrownie rein, wenn du schon so redest. Das ist, das ist der Ort, an dem der Geist zum ersten Mal erschienen ist, versteht ihr? Gelacht beim Versteht ihr? Das war mehr so ein Versuch, ja. Keine Verzögerung mehr. Raus damit. Der Geist erscheint sporadisch. Wohin? Nicht einmal die Jedi, welche die Enklave bewachen, können ihn zum Erscheinen bringen. Sie sind dazu übergegangen, einen jungen Padawan einzusetzen, um den Geist durch Blutsbande oder ähnliches hervorzulocken. Töricht, wenn ihr mich fragt, aber ich bin kein Mann von großer Weisheit. Aber redest davon, ich kenne da noch so einen, der ist... Wenn die auf unserem Discord sind, wir haben Shadow, der heißt, ist da eben benannt. Glaube ich nicht mal in den nächsten Glied in ihrer Kette. Die Jedi bewachen sie streng, aber ich denke, ihr könntet recht haben. So mancher Sith war einst ein Padawan mit beeinflussbarem Geist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein beeinflussbarer junger Padawan eurem besonderen Charme widerstehen kann. Ja, wir. Und so könntet ihr es euch ersparen, gegen eine kleine Jedi-Armee zu kämpfen. Sag nicht mir, sag dem dann. Keine schlechte Idee. Ich lebe, um zu dienen. Natürlich müsst ihr sie von ihren Jedi-Beschützern weglocken. Ihr könntet das Jedi-Trainingsgelände aufsuchen. Es ist nun verlassen. Gefährlich. Wenn du laut knallst, ist nur mein Kopf. Ich bin dann weggetreten. Nützliche Informationen über ihre die Geister werden um mich tanzen. In der Zwischenzeit werde ich versuchen... ich komme dann als schwacher Geist wieder zurück und gehe auf den Sack. Als ob du die Macht dafür hast. Bibi bubu. Jetzt? Ich kann es einfach nicht. Wenn ihr einen Fels bewegen wollt, sucht euch einen Grubendruiden. Beruhige dich, Ashara. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Versuch es nochmal. Ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht. Wie war der Titel? Nur mit wem? Achso. Vertraue der Macht. Und selbst die ältesten und stabilsten Mauern werden zerbrechen. Mit Evox. Vergesst es. Wenn es wirklich Sith auf Taris gibt... Sollten wir sie bekämpfen und nicht herumsitzen? Ich bin aus Versehen gegen gekommen. Man muss sich von allen Emotionen befreien und den Frieden in sich finden. Zwei, ganz spitze Spitze. Jetzt versuche es erneut. Ich finde jetzt gut, wie überflüssig ich bin. Gerade schon wieder bin so. Der Kodex der Jedi besagt, es gibt keine Leidenschaft. Kannst du meine Torgur angucken? Kann mir jemand erklären, was das bedeutet? Ja. Ashara? Ich mag sie. Es bedeutet, dass ein Jedi darauf vorbereitet sein muss, selbst in schwierigen Situationen ruhig denken zu können. Leidenschaft ist ein Werkzeug der Dunkelheit. Das ist deine nicht so, ja? Ja, ja. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Das ist meine Jessa. Es bedeutet auch, dass ein Jedi seine Intuition durch Weisheit ergänzen soll. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Sehr gut, Ashara. Du siehst also, dass diese Zeile des Kodex die früheren Elemente miteinander kombiniert. Ashara, halte ein. Das ist ein Befehl. Aber ich war dabei zu gewinnen. Du musst Zurückhaltung lernen. Varric ist dir eindeutig nicht gewachsen. Es gab keinen Grund, den Angriff weiterzuführen. Wir werden für den Krieg ausgebildet. Die Sith werden sich nicht ergeben. Wir müssen sie mit allem zurücktreiben, was wir haben. Das sind keine Sith. Es sind Padawane wie du. Du zeigst großes Potenzial, Ashara.
aber du musst deinen Eifer für das Licht durch Geduld abmildern. Nee, mit vielen Geräten dran und so, und du spielst mit dem kleinen Kubus. Marek, Eli und Cassius werden in der Angriffsgruppe sein. Der Rest von euch ist die Hilfstruppe. Irgendwelche Fragen? Positionen einnehmen. Meister Ryan, ich denke, dass ihr mich der falschen Gruppe zugeordnet habt. Du bist in der Hilfstruppe, Ashara. Du wirst das Angriffsteam unterstützen. Genau das meine ich. Ich sollte im Angriffsteam sein. Varek kann kaum sein Lichtschwert halten. Zu lernen, andere Jedi. Sind das immer eigentlich nur Aufzeichnungen? Ich habe das nicht verfolgt, das nicht richtig. Varek fehlt deine Selbstsicherheit und benötigt deshalb dein Mitgefühl und deine Ermutigung. Nee, das ist ein Zeitreiskurs. Aber Meister Ryan! Genug, Ashara. Und schon möchte ich mal. Ich weiß gar nicht, ob du irgendwie interagierst in irgendeiner Form mit der Scheiße. Ja, du kannst auch manchmal Fragen stellen. Und dann siehst du hier Ashara und die anderen Padawaner. Ich sehe sowieso nichts, weil ich hier nur dumm rumlaufe. Padawan hat ein kleines Problem mit Stolz. Sie ist kein besonders perfekter Kandidat für einen Jedi. Hervorragend. Meiner Erfahrung nach geht Stolz mit Unsicherheit Hand in Hand, mein Sith-Lord. Ihr habt nach Brotkrumen gesucht und ein Festmahl gefunden. Oh Gott. Komisch, du interagierst schon wieder mit irgendwas Holo-mäßigen. Sie lässt sich rasch in schwierigen Situationen entmutigen. Bakua, ja. Ich denke, dass man das ist klar, Zweifel an ihrer Stellung unter den was Jedi denn? Könnte. Ja, komm. Ja, es wäre was nicht ganz einfach, aber was wenn ich jetzt ja, wegen der Frage eben, ich frage dich, ob das hier in Aufzeichnung sind oder du interagierst, da werde ich blöd angemacht. Aber wenn du dann mit einem anderen Holo richtig interagierst, da ist es dann okay. Hä, hey, aber warum interagieren? Das ist doch trotzdem eine Aufzeichnung. Selbst wenn ich mich da wusste ich nicht. Ja, aber du hast die Charakter doch nicht gesehen, das macht doch Logik. Nee, du siehst du gerade den Charakter? Nee, ich sehe gerade ein Holo-Terminal. Ja, siehst du. Ja, aber der Charakter steht ja nicht vor mir, also ist doch so eine Aufzeichnung. Gerüchten zufolge soll Lord Anathemos von der Pyramide hier nach einem bestimmten Holocron suchen. Wenn ihr euch dieses Holocron aneignen könnt, lässt sich Lord Anathemos möglicherweise überzeugen, diesem Padawan eine Falle zu stellen. Und wenn sie hineintappt... Ich will sie nicht umbringen, ihr Narr. Aber das sollt ihr ja auch. Seid ihr mal fertig, oder wie ist das? Wenn sie größte Gefahr spielt, würdet ihr herbeieilen und sie retten. Zuerst müsst ihr das Holocron finden und eure Abmachung mit Lord Anathemos treffen. Der verlassene Außenposten befindet sich in der Nähe. Ich werde die Position übertragen. Aber seid vorsichtig. Es wimmelt dort von Rakgulen und anderen Scheußlichkeiten. Ich habe das Holocron gefunden. Hervorragend. Ihr findet Lord Anathemos im momentanen Außenposten des Imperiums in dieser Region. Ich schlage vor, dass ihr umgehend mit ihm sprecht. Und ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich den perfekten Platz gefunden habe, an den ihr euren Padawan locken könnt. Ein Sumpfgebiet, das nahe genug an republikanischem Gebiet ist, um sie in Sicherheit zu wiegen. Wie stark der Stream bei mir hinterherhängt. Das hast du erst bei mir im Stream das Gequatsche angefangen. Ich bin äußerst dankbar. Lasst das Mädchen von Lord Anathemos Attentätern hier hintreiben. Die Aussage war doch den Holo-Kommunikator eines republikanischen Soldaten. Mich war die Antwort sarkastisch. Sobald die Falle kann dir da nicht folgen, ich höre sie ja nicht. Frequenz Kontakt mit dir aufnehmen und eure Hilfe. Und lesen ist nicht auf dem Handy. Viel Glück. Lord Anathemos, ich habe gehört, dass ihr nach diesem Holocron sucht. Was ist falsch mit dir? Wieso? Jetzt so ganz kurz auf den Zugang und zu reden. Woher habt ihr das? Gebt es mir. Du redest mit irgendwem? Das muss eine Falle sein. Schön. Ich lasse mich nicht hereinlegen. Dir ist bewusst, dass ich noch am Verkaufen bin, ja? Ja, verkauft, außer ich lasse kurz. Sonst wärst du. Bist du eh nicht mit dabei, sonst wärst du ja mitgeportet worden. Ich gebe euch das Holocron, wenn ihr mir eure Attentäter zur Verfügung stellt. Unfassbar mit dir, ey. Ihr glaubt also, dass ihr die Dienste meiner Attentäter mit einem Holocron kaufen könnt? Klingt plausibel. Ich frage mich, wofür ihr sie braucht. Ihr wisst, dass die Jedi eine Gruppe von Padawanen nach Taris gebracht haben. Ja, diese Narren. Das ist kein Ort für Padawane. Moment, ihr wollt doch nicht. Warum sollte ein so mächtiger Sith Lord wie ihr Attentäter anheuern,
um einen einfachen... Ach, gib mir doch einmal deine scheiß Attentäter, halt die Fresse. Haltet ihr mich für einen Narren? Ich lasse mich nicht zum Narren halten. Nee, du bist ein paranoider Idiot. Dann hört auf, euch wie einer zu verhalten. Das ist keine Falle. Hört genau zu. Na, da bin ich ja gespannt. Alter, das ist Unterhaltung. Ich habe das Gefühl, die werden pro Planet auch schlechter. Ich glaube, das liegt eher an den also Charakteren, meine mit denen Attentäter du da diesen hier. Padawan ja, heraus also. Und ihr rettet sie heldenhaft. Ich gehe davon aus, dass ihr eine Art Geistestrick einsetzt. So sei es. Nun gebt mir das Holocron. War ich auch traurig, er mit seinen 105 ist immer noch Lord. weitergekommen in seinem Leben. Ja. Und wieder ein Gespräch. Mein Sith Lord, wir haben dem Ziel aufgelauert und bringen es nun zu dem... Ja, Leute, irgendwann wird auch er fertig. Ashara Zavros, ich habe von dem Hinterhalt gehört. Triff mich in den Sümpfen nahe deiner Position. Ich kann dich beschützen. Was? Wer seid ihr? Woher weiß ich, dass das nicht bloß eine weitere Falle ist? Wenn ich dich tot sehen wollte, könnte ich einfach warten, bis die Attentäter dich erwischen und erledigen. Vielleicht sollte ich mich eher darum sorgen, wer mich unbedingt lebend haben will. In Ordnung, ich komme. Aber wenn das eine Falle ist, glaub bloß nicht, dass ich mich kampflos ergebe. So, jetzt kommt die Hardcore-Variante deines neuen Gefährten. Die Hardcore? Ich glaube mehr Hardcore als Ken Walfuck geht nicht. Ich hätte wissen sollen, dass das eine Falle ist. Ihr wollt mich nicht wirklich vor euren eigenen Leuten beschützen. Wo kommt er auf einmal her? Antet halt. Ja. Normalerweise würde ich das nicht, aber ich brauche dich lebend. Das erfüllt mich doch gleich mit Hoffnung und Vertrauen. Bei allem Respekt, mein Sith Lord. Uns wurde aufgetragen, dieses Mädchen zu eliminieren. Macht uns bitte keine Umstände. Das ist nicht der Padawan, den ihr sucht. Das ist nicht der Padawan, den wir suchen. Entschuldigt meinen Fehler. Kommt schon, Männer. Gehen wir. Aber auch schon geil, dass nicht die Ruinen hier sucht. Also von daher war es okay. Das war's? Ich meine, ich hatte mit mehr Blut gerechnet. Ich verstehe das nicht. Wieso macht ihr euch diese Mühe, um mich zu retten? Ich brauche einen neuen Schüler. Genauer gesagt, dich. Mutter. Ja. Okay. Wir haben auf die ganz andere Art, oder was? Das werde ich nicht. Ich werde euch nicht helfen. Hast du mit Jess auch gemacht? Aber nicht so. Ja gut, ich kann's. Das ist halt Kitzeln. Nee. Lass es kitzeln über den ganzen Körper. Schmerz. Ich gebe auf. Was wollt ihr von mir? Okay. Muss ich nicht klarkommen drauf. Der Geist in der Jedi-Enklave. Ich muss mit ihm sprechen. Der Geist. Aber nein, natürlich. Ich werde tun, was ihr sagt. Ich gehe vor und bereite... So machen Padawane zu Sith. Ich sorge dafür, dass keine Jedi anwesend sind. Indem man sie brutzelt oder was? Indem man sie bricht, ja, richtig. Jetzt fängt sie mal an. Pisskuppel, Arsch. Wollte noch viel mehr sagen. Ich hab den Punkt gehalten. Jetzt wird's traurig. Jetzt war ihm noch drei Worte. Mann. Nee, ich muss ja aufpassen, was ich hier Ja, gut. Auch wenn du nicht schnell lernst, aber du lernst. Und schon. Hast du gerade wie Maul gesagt? Du sollst einfach dein Maul halten, habe ich gesagt. Maul ist ungefähr so 1000 Jahre nach uns, oder? Drei, keine Ahnung. Alter! Ach komm, den kannst du mir doch, den kannst du mir doch nicht übel nehmen. Doch! Sagt er einfach doch. Hm.
Du musst mich nicht heilen, ich kann halt hier alles alleine. Oh, okay, okay. Dein Wort in meinem Gehörgang. Das würde dir auch nichts helfen. Ich meine, dein Manalgang. Es tut mir leid, Sith. Ich konnte nicht tun, was ihr befohlen habt. Ich konnte es einfach nicht. Du hast richtig gehandelt, Shara. Die Jedi-Enklave ist kein Ort für Sith. Und dieser hier bereitet mir Unbehagen. Ach was. Was zum Gehörgang hier? Meine vergeudete Jugend. Das ist nicht lustig. Ich werde es nicht zulassen, dass die Rituale der dunklen Seite verbrochen werden. Wird nicht besser mit dir heute. Irgendwie hat er mich angetrieben. Ihr habt sie getötet! Ihr habt die Meister getötet! Oh! Buh! Es tut mir leid, aber sie haben mir keine Wahl gelassen. Sie haben mich angegriffen. Ihr wolltet mich auf die dunkle Seite ziehen und jetzt habt ihr die Frechheit, das als Selbstschutz zu bezeichnen? Meister Ryan, Meister Ocera, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich verstehe, dass du aufgebracht bist, aber wir müssen uns um einen Geist kümmern. Ihr habt recht. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Ich schätze, mir bleibt nichts anderes übrig, als den Geist zu beschwören. Oh, mir ist so schlecht. Und was machst du mit dir? Du bist nicht mal in der Lage, die richtig auf die Seite rüber zu ziehen. Doch mache ich nichts mit ihr. Du hast sie gegrillt. Ja. Steht halt da drauf, was soll ich denn sagen? Ja, ja. Dann guck die doch mal an, die hat Tentakel, die steht auf allen Scheiß. Ich habe dir doch gesagt, dass du mich nie wieder beschwören sollst. Fabelhaft. Wurmelhaufen, wer bist du denn? Ihr seid so schlau und erfinderisch. Um Gottes Willen. Vielen Dank, dass ihr die Jedi für uns beseitigt habt. Wurmelhaufen. Und so schlau. Wenn das hier ist, wonach es aussieht, werdet ihr für euren Verrat büßen. Es tut mir leid, dass es so enden musste. Aber alle hielten euch für tot. Und Darth Thanaton hat ein besseres Angebot gemacht. Darth Thanaton! Jetzt ist der Geist sich einfach durchgedreht. Mir auch aufgetragen, euch zu töten. Hörst du dem nicht zu? Ja doch, aber ich find's nicht ganz so lustig wie du anscheinend. Mehr leid, aber... Darth Thanaton! Ihr seid so rogue! Ich finde es, wie gesagt, anscheinend nicht ganz so lustig. Kind, was soll dieses Blutvergießen in meinem Grab? Ich habe dich gewarnt, mich nicht noch küsst ihr euch gleich, oder wie ist das? Du solltest mich in Frieden lassen, deine Jedi von meinem Grab fernhalten. Bitte, es tut mir leid. Dieser Sith möchte mit euch sprechen. Deine Entschuldigung ist zwecklos. Du musst sterben. Sie hat euch nur beschworen, weil ich sie darum gebeten habe. Was tut ihr? Seltsam. Du lutschst an Geistern. Dass ich mich wohlgefühlt habe. Ganze Jahrhunderte. Weil er hat auch Sith aus Sackkleidung an, oder? Dass ihr all diese Strapazen auf euch genommen habt, um mit mir zu sprechen. Ich brauche eure Kraft. Ha, ihr habt nicht das Können, mich zu überwältigen. Oh, das passiert. Sieht man doch. Sith, was habt ihr gerade getan? Ein Rape. Wenn ich das nicht getan hätte, wäre ein anderer Sith wie Malis gekommen und hätte ihn für sich beansprucht. Was passiert jetzt? Jetzt kommst du mit mir. Auf mein Schiff. Gib dich der dunklen Seite hin. Komm mit mir. Ich fürchte, nach all dem bleibt mir kein anderer Weg. Meister. Na klar. Das ist die logische Konsequenz aus allem, was hier passiert ist. Ich glaube, das ist einfacher. Den Geist und einen dann muss ich mir dein dummes Gesülz nicht. Der Pirat hat wohl auch eine neue Geistergeschichte, die wir untersuchen sollen. Mein Sith Lord, hier ist Karl, euer Schüler. Corin ist auch hier. Wir haben nicht viel Zeit zum Sprechen.
Tarathon wollte uns auf seine Seite ziehen. Er meinte, ihr wärt tot. Wir konnten nach Drom und Kaas fliehen, doch seine Sith Lords verfolgen uns durch jeden Sektor. Wo seid ihr jetzt? Wir haben Kurs auf Quesh gesetzt, eine widerliche kleine Sumpfwelt. Der Krieg auf dem Planeten sollte es uns ermöglichen, uns vor Tarathon zu verstecken. Wir brauchen eure Hilfe. Wir haben Tarathon etwas abgenommen. Etwas, mit dem ihr ihn besiegen könntet. Verdammt! Das Schiff wurde getroffen! Notlandung auf Quesh! Schnell! Wenn Tarathon deine Schüler tötet, wirst du wirklich sehr schwach wirken. Die Geisterjagd muss wohl erstmal warten. Gehen mit dieser rechten Wahl auf die ja. Sechmal. Ich frage mich, Jester, was dieses ich komme ja schon. Jester, nicht Jester. Ich hab doch Jester gesagt. Der gehört wie Jester. Ich komme hin und er würde doch nicht mit mir reden, weißt du? Stich. Mit Pierce und Wett und bin rede ich nicht mehr. Die sind doof. Die mommen mich. Ich werde mich darum kümmern, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ich muss jetzt zu Darth Vengens Flaggschiff. Willst du da mit? Wenn ich kann, ja. Dann muss ich wieder auf dein Schiff gucken. Muss ich nicht. Achso, wenn du jetzt landest und zum Sith-Krieger gehst, musst du es trotzdem gehen, oder? Oder muss ich dafür extra jetzt zurückkommen? Ja, also da bin ich noch Taros-Bus auf der... Ja, ja. Müsste es funktionieren. Nennt es fehlgeleitete Jugend. Warum erzählt ihr mir jetzt davon? Ich habe eine Nachricht von Karl erhalten. Ich habe wohl die Aufmerksamkeit der republikanischen Armee erregt, als ich ihm geholfen habe. Sie haben neben Fahnenflucht und Piraterie nun auch noch Verrat auf die Anklageliste gesetzt. Sie sehen es wohl nicht so gerne, wenn ehemalige Offiziere mit einem Sith durch die Gegend ziehen. Jedenfalls muss ich vielleicht eine Weile vom Radar verschwinden, wenn die Sache zu heiß wird. Andronikus hat gerade gesagt, dass die Republik es wohl nicht gerne sieht, wenn ein ehemaliger Offizier mit einem Sith Sache macht. Finde ich komisch, auf einer sarkastischen Anweise. Wenn es heiß wird, ist dieses Schiff der sicherste Ort für euch. Die republikanische Militärpolizei ist mir nicht gewachsen. Hey, danke. Es ist gut, euch auf meiner Seite zu wissen. Ich würde die Androidikus gerne austauschen. Geht das? Da leuchtet auf deinem Schiff jetzt eigentlich auch die Mittelkonsole? Ja, ja. Nein, das ist nicht richtig. Was mache ich hier? Ich gehöre nicht zur dunklen Seite. Ich bin kein Sith. Warum geht es immer nur um hell und dunkel, schwarz und weiß? Als Jedi habe ich geschworen, diesen Krieg zu beenden. Und wenn ich dafür jeden Sith in der Galaxis töten muss. Solange die Sith existieren, wird es keinen Frieden in der Galaxis geben. Überall die Sith Leute. Gedeihen durch endlosen Krieg. Ja. Sehe ich aus wie ein Taxiunternehmen oder was? Ganz im Gegenteil. Das Sith-Imperium zerstört sich mit seiner ständigen Kriegshetze selbst. Deshalb will ich es verändern. Man kann die dunkle Seite nicht ändern. Ich habe immer geglaubt, die Jedi würden an so etwas wie Erlösung glauben. Also, was schlagt ihr vor? Wie wollt ihr das Imperium verändern? Indem ich an die Macht komme erst. Es braucht eine starke, rationale Führung. Sie ist irgendwie so übelst ein rationales lieber. Imperium naja, ist ein friedliches Imperium. Und ihr glaubt, naja, sie soll ja nicht mehr lieb sein, könntet? Oder? Wenn sie jetzt deine Schüler... Ich werde weder die Lehren der Jedi noch wieder mein Gewissen handeln, aber ich werde tun, was ich kann.